Moin Leute, willkommen zurück zu Minecraft. Und wir sind nicht mehr in der Minecraft Beta, sondern in Minecraft 1.0. Ja, wir sind jetzt endlich in der Vollversion. Und in dieser werden wir jetzt auch weiterspielen. Wir machen uns jetzt aber nicht extra eine neue Karte, weil ich glaube, im Map Generator hat sich nicht großartig was verändert. Wir sind schön Level 2. Und werden jetzt Level 3, habe ich erstmal beschlossen. So, okay, wir sind noch nicht Level 3 geworden. Ich habe die Musik vergessen. Die darf ich natürlich nicht vergessen, die Musik. Boah, einen Moment. So. Perfekt. Wir werden jetzt wohl erstmal weiter Holz fällen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Damit wir auch damit wir auch unser Haus fertig kriegen. So. Ah, neue, ich krieg Schadeneffekte. Hört sich ein bisschen komisch an. Äxte habe ich dabei, Fleisch habe ich dabei. Passt. Gut. Dann geht's jetzt ans Holzhacken. In der nächsten Folge werden wir vielleicht wieder Texturen haben. Ich habe es jetzt nochmal weggelassen, weil es ja angeblich für einige Default-Blöcke neue Texturen geben soll, wobei es nicht wirklich so aussieht. Naja, was soll's. Ich bin mal gespannt, wie weit das Spiel jetzt noch fortgesetzt wird. Ich würde mich, ehrlich gesagt, muss ich sagen, ein bisschen freuen, wenn sie noch den Äther einbringen würden. Also, ihr kennt ja bestimmt, oder die meisten kennen ja bestimmt den Äther-Mod. Das soll das Gegenstück zum Nether darstellen, also den Himmel. Und, weiß ich nicht, wenn die Hölle da ist, gehört der Himmel irgendwie auch mit rein. Würde ich jetzt einfach mal so rausbehaupten. Und da könnte man sich auch noch was, damit dieser Drache, hab ich in der letzten Folge schon gesagt, dass er in meinen Augen keinen Sinn macht, damit dieser Drache wieder einen Sinn bekommt, könnte man ja sagen, der Ethos erst betretbar, wenn der Drache gestorben ist. Der Drache versperrt den Eingang sozusagen. Da hätte er wenigstens einen kleinen Sinn. Aber naja. Das bleibt halt Notch überlassen. Das ist seine Entscheidung. Bam. Bam, bam, bam. Ich möchte diese Sumpfbäume so ungern abholzen, weil ich irgendwie Angst habe, dass dann normale Bäume nachwachsen und das dann dämlich aussieht. Ein bisschen Zuckerrohr könnte man mitnehmen. So. Du kommst weg. Du kommst dahin. Du kommst hierhin. Und da hinten ist ein Baum. Ja, ich würde mal sagen, es reicht jetzt auch. Das sieht gar nicht so schlecht aus von hier unten. Ein bisschen verschönern müssen wir den Berg noch, aber ansonsten geht das wohl. Du bist aber schnell gewachsen, mein Freund. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich schief mit Getting Wood. Ich fäll die ganze Zeit Bäume. Alles klar. Ah! Ich bin auf meine Windows-Taste gekommen. Gut, dann hau ich jetzt hier noch einen Setzling hin. Hinten habe ich jetzt nicht nach, doch, da hinten habe ich auch noch gepflanzt. Hier ein Setzling hin. Ja, der ist mir zu groß zum Abholzen. Hinten kann ich noch ein bisschen abholzen. Eine ganze Folge Holzschlag wird das jetzt. Ich habe keine Ahnung, über was ich jetzt noch erzählen könnte.
außer über die 1-0. Da habe ich ja die größtenteils schon in der letzten Folge gesagt, mit der 1-9-6 zusammen. Wobei ich jetzt gleich erstmal ein paar Leute noch auslachen muss, weil ich mit denen erstmal ein bisschen diskutiert habe, ob es jetzt die 1-9 wird oder die 1-0-0. Ja, und ich hatte recht, wie immer. Ich habe immer recht, muss ich dazu sagen. Nein, natürlich nicht. Oh. Ich stelle gleich meine Windows-Taste aus. Aber es ist halt die 1-9 geworden. Und ich habe keine Ahnung, warum ich das gerade sage. Wo sind hier noch Setzlinge? Da sind noch Setzlinge. Ich freue mich, wenn wir in unsere erste Cave reingehen. Da habe ich richtig Lust drauf. So. Und hier hoch, und hier hoch, und hier hoch, und hier hoch, und hier hoch. Okay, wir gehen jetzt mal hoch und bauen weiter. Diese Musik ist echt schädlich für mich. Habe ich Spitzhacke? Ja. Gut. So. Hier werden es gleich wieder Monster sein. Da hinten ist ein Creeper, das ist doch schon mal sehr schön. Und wir müssen jetzt hier hoch. Und pushen. Und pushen. 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 Und weg. Und weg. Und pushen. 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 Zack. Und wir sind oben. Und hoch 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 und hoch. Hier kommt auf jeden Fall Treppe hin. Kurze Unterbrechung. So, weiter geht's. Und die Musik wechselt. Das ist doch passend. Boah, jetzt habe ich die ganze Zeit Needs nach Need. Entspann, einen Nies. Vergesst es. Einen Niesreiz. So. Mein Gott. Bäm, 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 bäm. Dreck. Dreck. So. Zack, 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 zack. Und dann geht das so los. Hier kommt einer hin. Eigentlich nicht. So, 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 so. Block. Ja, genau so. Bam, 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 bam. Das wird jetzt halt, das ist ja klar, dass das Dach wird. Soll es noch sonst werden. Ich hoffe mal, dass die Slime-Spawn-Rate jetzt wirklich extrem erhöht wurde. Weil ich doch ganz gerne mal ein bisschen mit Sticky Pistons und Redstone baue. Und ich es ein bisschen blöd fände, ohne Sticky Pistons arbeiten zu müssen. Sondern nur halt mit normalen Pistons. Oh mein Gott, jetzt haben wir zu wenig Kabel, oder wie? Ich krieg zu viel. Na, dann bauen wir jetzt erstmal nur die Holzsachen. Wobei wir auch zu wenig Holz haben werden. Kann ich euch jetzt schon sagen. Dam, da, 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 dam. So. Nee. Danke. So, so, so. So, so, so. So, so, so.
Und ich habe jetzt irgendwie ein paar Mal so gesagt. Denn es ist so. Also, wir werden das jetzt Haus jetzt so bauen. Es wird eine Schicht von diesen Halfstone Slabs kommen, eine Schicht Holz. Dann wieder eine Schicht Halfstone Slabs, eine Schicht Holz. Bis es halt oben endet und vielleicht dann ganz oben eine Schicht Glas, da bin ich aber noch nicht ganz so sicher. Und es wird schon wieder dunkel. Das ist natürlich super. Oh Mann. Da waren wir schon richtig kreativ in den Soundeffekten. So. Und so. Zack. So. Zack. 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 So. Boah, es hat nicht mal für die zweite Ebene gereicht, der Cobblestone. Unten ist bestimmt noch welcher. Machen wir jetzt mit dem Holz weiter. Ich würde immer mit dem Cobblestone anfangen. Einfach nur aus dem Prinzip, dass man dann weniger Holz braucht und Holz doch irgendwie noch ein bisschen schwerer zu kriegen ist als Cobble. Man kann das natürlich auch mit Holzplanken machen. Dann hätte es locker gereicht, aber finde ich irgendwie nicht so schön. Nicht mal ansatzweise. Gut. Wir brauchen noch mehr Holz und noch mehr Kabel. Na gut. Dann eine Axt, noch eine Axt. Und noch eine Axt. Und die Schwert kann mit und die Spitzhacke. Und für weg. Die Kuh steht da immer noch. Die steht ja schon seit der ersten Folge, glaube ich. So. Stirb. Aua. Aua. Danke. Level 3. Ich habe auch übrigens null Ahnung, was die Level bringen. Ich weiß, dass man jetzt Alchemie machen kann. Was meiner Meinung nach jetzt auch nicht so unbedingt passend ist für das Spiel. Aber da ist ein Kumpel von mir, also ihr kennt ja Brot bestimmt noch, falls ihr das Portal Let's Play geguckt habt oder guckt, es läuft jetzt gerade wieder aktiv. Oh Gott. Haha. Er ist beispielsweise der Meinung, dass die Alchemie super passt zu Minecraft. Und ich halt nicht. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen Geschmackssache. Naja. Da oben. Er überblickt alles. Er hat den Skill. Oh Gott. So. Der ist tot. Komm her. Und weg. Gut, dann hier hoch. Hep, hep. Hep. Wir haben kein Kobbel mehr. Perfekt. Na gut, dann wissen wir, was wir jetzt machen. Wir brauchen ein bisschen Holz und das. Das kannst du auch mal hier lassen. Das Essen habe ich natürlich komplett oben gelassen, weil ich es kann. So.
Fackeln auch keine mehr. Natürlich nicht. Kohle, Sticks, Fackeln. So.